bin der musikalische Leiter der West Side Story Produktion. Mein Name ist Alexander Hannemann und ich bin schon seit vielen Jahren hier erster koordinierter Kapellmeister am Haus und freue mich sehr, dass wir jetzt endlich die Gelegenheit haben, nach einer langen Pause wieder mal die West Side Story aufzuführen. Das Besondere der Musik an der West Side Story ist, dass wir die verschiedensten, vielfältigen Stile drin haben. Wir haben einen Cha-Cha, nicht Cha-Cha-Cha, sondern Cha-Cha genannt. Dann haben wir auch einen Tango, wir haben einen Mambo, ganz berühmtes Stück natürlich, und diverse andere Sachen, die sich ablösen und jeweils die Gruppierung und die Hintergründe der verschiedenen Darsteller oder Figuren sehr, sehr schön erläutern und immer direkt verwoben sind mit dem emotionalen Ausdruck. Und das ist bei Bernstein ganz besonders gut gelungen und reichhaltig instrumentiert. Besonders schön sind die Proben dann, wenn plötzlich alles zusammenwächst. Wenn man merkt, so funktioniert das mit der Szene, wir sind jetzt alle im Graben, die Sänger, Tänzer, Darsteller sind auf der Bühne und dann kommt das Original Licht dazu. Endlich, dieser Schritt ist ja ein sehr, sehr großer Prozess. Am Anfang arbeiten wir in einem Probenzentrum weit draußen mit Pianist statt Orchester. Dann irgendwann probe ich dann alleine mit dem Orchester, dann kommen die Sänger dazu. Und das nennt man dann Orchestersitzprobe und dann kommt die BO, die Bühnenorchesterprobe, wo dann alles zusammenwächst. Bis zur Hauptprobe und Generalprobe, wo dann alles mit Kostüm und Maske und richtiger Beleuchtung funktioniert, vergehen also einige Wochen. Also es ist sehr interessant bei der West Side Story zu schauen, in welche Richtung man geht. Bernstein selber hat das Stück mehrfach aufgenommen. Es gibt eine ganz berühmte Variante, wo man sehen kann, wie er gearbeitet hat. Wir haben uns dann vorgenommen, teilweise orientiert an der ursprünglichen Idee von Bernstein zu arbeiten und dann zu schauen, wie sich das Stück über die Jahre in der Aufführungsgeschichte auch verändert hat und dass wir da eine sehr aktuelle Version abliefern.